lieber in die Trage, als wie so zu tragen. Das krieg ich nicht gebacken. Ne? Da habe ich die Hände nicht frei, da kann ich ja nichts anderes machen. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich nicht allzu viel vloggen. Ich habe die Luisa krank und den Dario, wobei der Dario ist ja dauerhaft krank, ne? Der hat so einen schlechten Immunsystem oder gar keinen. Und das ist, ja, Lu, die habe ich hier in der Trage. Wir waren gerade die Melina in die Kita, zur Kita bringen. Und ja, hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Und deswegen ist sie jetzt müde und launig und möchte in die Trage, ganz nah bei Mama. Liegt sie aber gleich hin, wenn sie schläft, wieder. Genau, wollte gleich noch ein bisschen Tee für sie machen. Vielleicht schneide ich noch ein bisschen Apfel. Sie ist erkältet, sie hat übelst Husten. Hat in der Nacht, hat sich gemessen, 38 Fieber. Genau, muss ich gleich nochmal prüfen. Aber ich glaube, ist runtergegangen. Ist ja meistens so, ne, nachts, abends geht es immer hoch, schießt es hoch. Und tagsüber legt sich das so ein bisschen wieder ein. Ja, also die hat die Nacht, die ganze Nacht geweint. Ich hab keine Minute geschlafen. Wirklich, ich habe nicht geschlafen. Ich bin K.O. Und deswegen werde ich heute auch nicht arbeiten. Ich mache keine Fimo-Figuren. Ich habe den Dario noch hier im Kinderwagen. Die Lilou, die ist wach. Fahren ihn hier so ein bisschen hin und her, damit er auch gut schläft. Dadurch, dass sie geweint hat, konnte er auch nicht so gut schlafen. Der wird halt die Nase auch zu. Möchtest du jetzt runter? Ja? Ja, du bist ja schon eine ganze Stunde hier drin. Und schwer ist sie auch. Aber ich dachte mir, komm, lieber in die Trage, als wie so zu tragen. Das krieg ich nicht gebacken. Ne? Da habe ich die Hände nicht frei, da kann ich ja nichts anderes machen. Dann macht er jetzt wieder einen Tee mitten in der Nacht, aufgestanden, Tee gemacht. Dann saß sie, die war nur am Husten. Hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie übergibt sich gleich. Ja. Na, gleich nicht, aber später packe ich sie wieder hier rein, da hier wieder in den Kinderwagen und dann gebe mal eine Runde drehen. Die frische Luft tut ja gut. Schatz, willst du runter? Sehen? Du hast auch noch die Jacke an. Also eine, wollte sie unbedingt. Tolles Wetter haben wir ja, ne? Was hat die Nacht wieder geregnet, Trampolinus? Na, was heißt wieder, ne? Ja, ein bisschen Apfel, Luisa. Ein bisschen essen musst du. Ja, trinken, ganz schlecht. Also heute Nacht war das so. Da habe ich einen Tee gemacht. So einen guten Abendtee. Es liegt noch hier. Es ist so eigentlich der einzige Tee, den die Kinder als Baby mochten. Von Baby Dream, guten Abendtee. Ja. Oh mein Schatz, das ist so blöd, wenn die Kinder krank sind. Da leide ich so mit. Das würde ich den Kindern am liebsten alles abnehmen, ne? Ja, so ist das. Blöd wäre, wenn wir nächsten Monat verreisen und die Kinder dann so krank sind wie jetzt, ne? Also, was würde da machen? Also, ich weiß es nicht. Das hat wirklich ein paar Tausender gekostet, um ehrlich zu sein. Ja. Wäre blöd, wenn wir nicht gehen würden. Nur mein Schatz. Solange es nur ein Husten ist, ist es okay. Aber das ist ja nicht nur ein Husten, sondern die ganze Nacht war wirklich, wirklich mies. Also. Die Mama, ich bin nie gestresst. Ich sage immer, Stress macht man sich selber. Aber heute Nacht, da habe ich mir selber Stress gemacht. Ja, weil ich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist. Ich lief hier rum wie eine Bekloppte. Ja, man war halt so müde. Oder ich bin auch jetzt müde. Aber jetzt geht es mir tatsächlich besser als wie vorhin in der Nacht. Muss ich sagen. Es ist, glaube ich, so, ne? Dann hat man wieder Power und dann so. Nachmittags, ich sag mal so ab 3 Uhr, dann geht der Akku langsam leer. Du guckst mich an, du hast die ganze Nacht. Sie lacht. Sie lacht, sie grinst. Alles gut, mein Schatz, ne? Mama,
ist für dich da. Die ganze Nacht, den ganzen Tag. Aber bestimmt macht sie jetzt gleich den Tag zu Nacht. Und wenn er darin nachher auch ein bisschen schläft, dann kann Mama sich auch hinlegen. Muss er nicht schlafen, aber einfach dieses Hinlegen und nichts tun. Hatte heute tatsächlich noch viel vor, aber so macht die Mama einfach nichts. Nur wenn man solche Tage hat, dann mache ich das eigentlich immer so, weil arbeiten muss ich ja, weil sonst kommt ja nichts rein. Ne? Ich mache das immer so, dass ich tagsüber dann halt gar nichts mache und voll für die Kinder da bin. Und abends dann, wenn sie schlafen, dass ich mich dann zurückziehe und dann arbeite. Aber so, ich habe ja selber nicht geschlafen. Zu launisch. Also zu runter. Sie, runter. Ich tue sie mal runter. Also Dario schläft und Luisa liegt auf der Couch. Hab ihr Wasser gegeben, aber braucht ihre kleine Schlücke. Ne? Die trinkt so schlückchenweise. Vielleicht hat sie auch ein bisschen Halsweh, ne? Ich schneide jetzt. Ach, da ist noch ein Stück Apfel. Dann mache ich das noch. Moment. Ich werde schon so noch. Ganz hat nämlich für den Giano Apfel geschnitten, für die Butterbrotdose und hat aber ein Stück noch liegen gelassen. Macht er öfters, wenn der Apfel zu groß ist. So kann ich das nur schneiden für sie. Wer kommt denn da? Nicht, was sie macht. Schuhe ausziehen. Ja, heute gibt es nur so einen kleinen Mini-Vlog. Keine vernünftigen. Das ist, wenn die Kinder krank sind, ne? Ah, oh, nee. Aber gut. Wenn man dann auch noch so viele hat, ist die Wahrscheinlichkeit noch höher, dass man öfters kranke Kinder zu Hause hat. Ja? Das ist so. So. Ach, die zieht die Schuhe aus und singt dabei oder summt, die macht immer so. Das hat der Chano auch gemacht. Die anderen zwei, also bei Tari weiß ich ja noch nicht, aber die Melina hat das nicht so gemacht. Ich schneide die auch so ein bisschen was dünner. Das mache ich generell, wenn die Kinder krank sind. Immer, dass sie sich dann daran verschlucken, wie so ein großes Stück im Mund haben. Und die Louis, die stoppt sich ja schon mal gerne alles in so im Mund direkt. Na? Um es nicht wegzuwerfen, esse ich dann die Ecken nochmal einmal drumherum. Finde ich immer blöd, das wegzuwerfen. Also Essen wegwerfen bei uns zu Hause ist immer ganz, also ich finde das schlimm, ne? Geht nicht. Andere Menschen, die haben kaum was oder nichts. Wie auch immer. Und wir schmeißen es weg. Da ärgere ich mich. So, nehmen wir das einmal mit zu Lisa. Gucken, wie sie sich wirklich die Schuhe auszieht. Hey Lu, zieht sich die Schuhe aus. Klappt. Er kommt mit dem Schnuller im Mund. Ausnahmsweise mal. Na komm. Das auch noch ausziehen. Soll ich helfen? Die Jacke. Wow, helfen? Wozu, Mama? Kann das doch alles alleine. Pyjama-Oberteil hatte sie noch drunter. Habe ich angelassen.
für die kurze Strecke. Mein Schatz. Und ich, sie war ja auch am Schlafen. Wollte ich sie auch nicht so wecken. Deswegen habe ich sie auch direkt in die Trage reingemacht. Da kam. Wo möchtest du essen? Auf der Couch? Wo möchtest du essen? Dann setz dich mal. Da willst du essen? Bei der Mimi? Okay. Das habe ich dahin gemacht. Komm, setz dich. Nee, lass das da, Luisa. Komm, hier. Mama, leg das hier so hin, ja? Hm? Und dein Wasser daneben. Du so picknicken? Soll ich ein Butterbrot machen? Zwieback. Zwieback mag sie auch sehr gerne. Meine Maus. So. Da habe ich auch noch einen Kinderwagen. Ich gucke mal ins Babybettchen, das liegt da. Oder steht da? Er schläft, da lasse ich ihn auch. Der ist da, liegt da ganz schön gerade und hat noch nicht so viel an oder so. Man hört hier die Vögel zwitschern. Ja? Was denn? Hast du umgekippt alles? Oh nein. Oh, ich helfe dir. Ganze Apfel ist umgekippt. Oh nein. Auf die Decke. Ist aber nicht schlimm, Schatz. So, nimm dir. Guck mal. So. Pff. Guten Appetit. Ne? Nunu, kriege ich deinen Schnuller? Mache ich da oben hin, ne? Da oben, ne? Da. Da, genau. So, ich mache mir auch selber was Warmes. Also, ich weiß noch gar nicht was. Vielleicht lieber nur einen Tee, Non-Fenchel-Tee. Und hoffen, dass man nicht selbst noch krank wird. Man weiß ja nie. Hier, das ist grüner Tee. Das ist falsch. Ich sehe kein Fenchel mehr. Ich trinke am liebsten Fencheltee. Wir gucken nebenan einen kleinen Shop. Und dann wollte ich das Video auch hier beenden. Es tut mir auch leid, also dass es heute so ein kurzes Video gibt. Wo haben wir die Tees? Hier. Ich hätte auch viel lieber einen tollen Familienvlog gedreht, aber wir sind alle platt. Dario ist mittlerweile auch wach geworden, kriegt jetzt die Milch. Wollte an dieser Stelle auch das Video beenden und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss, bis morgen, habt einen tollen Tag.